Ja, ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, diesem Donnerstagabend zur neuen Themenreihe, die wir jetzt starten. Wir haben das Thema Tod und Sterben in den nächsten Wochen. Nächste Woche haben wir eine kleine Ausnahme. Nächste Woche haben wir so ein bisschen russlanddeutsche Geschichte. Es wird nicht hier in Lübeck, sondern in Espelkamp sein. Da kommt ein Cornelius Enz aus dem Museum für russlanddeutsche Geschichte. Und der wird so ein bisschen... Ich glaube, so sinngemäß, das Wissen, woher wir kommen, hilft uns in der Gestaltung der Zukunft, so in diese Richtung. Also der Flyer, der ist, glaube ich, schon online oder schicken wir nochmal rum. Also nächsten Donnerstag hier kein Bibelgespräch, sondern ein Fachvortrag dann in Espelkamp, dazu schon mal eine Einladung. Aber heute erstmal der Start in die Reihe Tod und Sterben und wir starten heute mit dem komplexen Thema der Todesstrafe. Bevor wir ja mit dem Thema einsteigen, würde ich gerne noch zu Beginn ein Gebet sprechen. Vater, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für auch das Zusammenkommen der Gemeinde, dass wir uns jetzt hier treffen dürfen, um über dich nachzudenken, über dein Wort nachzudenken, darüber, was du auch über dieses Thema der Todesstrafe zu sagen hast. Und du redest viel in deinem Wort darüber. Und so möchte ich beten, dass du uns segnest, wie gesagt, auch bei diesen Themenabenden, bei dieser neuen Reihe, dass wir da immer wieder auch Impulse mitbekommen, die wir bewegen können, die uns eine Hilfe sein können, auch im Leben mit dir, auch in der Bewertung verschiedener gesellschaftlicher Fragen, die immer wieder aufkommen. Sei du der Mittelpunkt. Amen. Ja, das Thema Todesstrafe ist zunächst ein Thema, wo man sich tatsächlich die Frage stellen kann, warum denkt man in der Gemeinde darüber nach? In Deutschland gibt es die Todesstrafe nicht, also laut meiner Frau, Thema erledigt, braucht man in der Gemeinde nicht wirklich drüber nachdenken. Ich glaube, das, worüber heute nicht geredet wird, kann morgen etwas sein, was wieder komplett voll debattiert wird. Ja, ganz ehrlich, wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass die Grünen auf dem letzten Parteitag für Panzerlieferungen stimmen würden? Also das, was vor einem Jahr absolut unmöglich war und wer dafür gestimmt hat, der war ein schlechter Mensch. So schnell ändern sich Meinungen, ohne das jetzt irgendwie politisch werten zu wollen. Aber das sehen wir eben in ganz vielen ethischen Fragen, dass da ein ganz großes Hin und Her in der Gesellschaft zu finden ist. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Wie können wir uns als Christen positionieren? Und ihr werdet merken, spätestens am Ende des Vortrags, es ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht auf den ersten Blick zu sein scheint. Ich bin ins Thema reingegangen, dachte ich, der Staat hat das Schwertrecht, alles klar, Thema erledigt, ja, kann man ein paar Bibelverse dazu nennen, aber es ist gar nicht so einfach, wenn man sich das anschaut, auch die ganze Geschichte dieses Themas anschaut. Wie geht man damit um? Da ist dann tatsächlich ein Adolf Hitler, der gelebt hat, der sich versündigt hat an Hunderttausenden, an Millionen von Menschen, die gestorben sind, die hingerichtet wurden. Da ist ein Stalin, Jakob Dücker, das gestern im Gebetsteil gesagt, wo es innerhalb kürzester Zeit 800.000 Hinrichtungen gab, wo Urteile verhängt wurden. Und jetzt ist so eine Person beispielsweise gefangen genommen, es steht vor Gericht. Es ist das Recht des Staates, so eine Person, über so eine Person die Todesstrafe auszusprechen. Oder da ist vielleicht ein Serienmörder, da ist jemand, der sich vielleicht mehrfach irgendwie an Kindern vergangen hat oder Kinder umgebracht hat. Da ist vielleicht der Amokläufer, der brutalst um sich schießt. Ich erinnere an Frankreich, an Paris vor ein paar Jahren, an Breivik vor ein paar Jahren. Ja. In Amerika die Amokschützen, die unterwegs waren. Wie geht man damit um? Kann es in Ordnung sein, wenn man sagt, wer ein so großes Unrecht begeht und Menschen tötet, dass man dann auch das Leben von ihm fordert? Oder gehen wir da einen Schritt zu weit? Ich möchte uns zunächst kurzes definieren, einen Blick für die aktuelle Situation geben, dann einen Blick in die Geschichte, einen Blick in die Bibel und dann versuchen, das Thema ein Stück weit zu bewerten. Und fange zunächst mal mit der Definition an. Wovon reden wir, wenn wir über die Todesstrafe reden? Und das ist schon mal wichtig, diese Grundlage zu haben, weil nicht alles, was heutzutage in der Welt unter Todesstrafe läuft, entspricht eben dieser Definition. Und das macht es ein Stück weit schwierig auch. Und das sehen wir nachher. Todesstrafe ist die Bestrafung mit dem Tode für ein bestimmtes Verbrechen durch einen rechtmäßig verfassten Staat aufgrund ordnungsgemäßer verkündigter
der Gesetze. Also schon hier sehen wir, es geht bei diesem Thema nicht irgendwie um Willkür, da ist irgendein Fürst, dem gefällt die Nase seines Mitkonkurrenten nicht, also erfindet er irgendwas und bestraft, sondern es ist ein bestimmtes Verbrechen. Es muss klar definiert sein, wofür. Es ist ein rechtmäßig verfasster Staat, ja, aufgrund ordnungsgemäß verkündeter Gesetze. Also man weiß, wo man da dran ist. Und das ist erstmal eine Definition. Und wir sehen, dass so wie es definiert ist, wir das eigentlich auch ein Stück weit in der Bibel wiederfinden. Und wenn wir dann einen Blick mal in die Lage weltweit werfen, hat es geklappt mit der Grafik? Nee? Okay. Ich habe eine Grafik, die leider nicht angekommen ist, mit einer Weltkarte, wo quasi die Staaten unterschiedlich farblich markiert sind. Ich habe die von Wikipedia rauskopiert, ihr könnt da später mal schauen, wenn es euch interessiert, wie es mit den jeweiligen Staaten ist, wo es noch die Todesstrafe gibt und wo nicht. Und von 197 Staaten ist da eben davon die Rede, dass es in 110 Staaten vollständig abgeschafft wurde, die Todesstrafe. Unter anderem eben die meisten Länder in Europa. Ich glaube, Hessen als Bundesland in Deutschland hat, glaube ich, 2017 nachgezogen. Also da gab es das tatsächlich noch. In Deutschland war es abgeschafft, in Hessen gab es das noch. Aber natürlich steht das Recht des Landes über das Bundesland. Dann gibt es eben in 8 Staaten ein Sonderstrafverfahren, also zum Beispiel bei Kriegsrecht oder Ähnliches, dann darf noch eine Todesstrafe verhängt werden, sonst nicht. Und es gibt eben 25 Staaten, wo es einen Hinrichtungsstopp gibt. Unter anderem eben in Russland haben einen Hinrichtungsstopp. Sie haben auch seit vielen, vielen Jahren keine Todesstrafe als solches ausgeübt, laut der Definition. Und es gibt 55 Staaten, hier seht ihr es. Also alle, die dunkelgrün sind, da ist es komplett abgeschafft. Ja, also Europa, Kanada, Teile von Südamerika und Afrika. Alles, was hier so orange schraffiert ist, das Hinrichtungsstopp verhängt. Und das Grüne, da gibt es quasi dieses Sonderstrafverfahren. Also Kriegsrecht oder unter ganz, ganz bestimmten Umständen kann es noch geschehen. Und wo es weiter angewendet wird, ist eben in Rot. Ja, das ist da Saudi-Arabien, Indien, China, Amerika und ja, Teile von Afrika. Es werden jedes Jahr immer noch tausende Menschen hingerichtet. Die meisten Hinrichtungen finden wir eben in totalitären Regimen. Ja, in USA, wenn wir uns das anschauen, dann gab es allein im Jahr erstmal 2020, 2028 18 Todesurteile, die erstmal so ausgesprochen wurden. Und die Hinrichtungen, die durchgeführt wurden, liegen ungefähr in einer vergleichbaren Höhe. 2017 gab es da beispielsweise 23 Hinrichtungen. Was ich interessant war, ist, dass bis 2002 in den USA insgesamt 15 Todeskandidaten freigesprochen wurden aufgrund neuer DNA-Beweise. Und da merken wir schon, das Thema ist gar nicht so einfach. Was ist, wenn jemand tatsächlich unschuldig ist und es wird die Todesstrafe verhängt? Nach einer Einschätzung von Amnesty International wurden in einem Zeitraum von 1900 bis 1985 in den USA etwa 350 Menschen zu Tode verurteilt, wo deren Unschuld festgestellt wurden. Und bei 39 wurde die Unschuld erst nach der Hinrichtung festgestellt, also durch forensische Möglichkeiten, die man eben hatte. Von daher ist es eine sehr komplexe Frage. Und wenn ich die Frage der Todesstrafe jetzt in dunkelblau markierten Ländern stellen würde, dann wäre das die Antwort sicherlich eine andere, wie wenn ich es in den rot markierten oder in den orange oder grün markierten Ländern durchführen würde. Je nachdem, wie es in den Ländern gehandhabt wird, ist dementsprechend oft auch mehr oder weniger die Sichtweise und jeder hat dementsprechend Argumente, die er eben anders oder unterschiedlich gewichtet. Was sind die Straftatbestände und Hinrichtungsmethoden? Einfach um da mal einen Überblick zu bekommen. In Saudi-Arabien gibt es die Todesstrafe für Bankraub, für Entführung, für Vergewaltigung, in Indien beispielsweise für Kindesentführung, in China für Menschenhandel, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch von Kindern. In den USA ist es der Raub mit Todesfolge, im Irak
Beamtenbestechung, damals noch unter Saddam Hussein, 2003 hat sich dann ein bisschen was geändert, also öffentliche Beleidigung des Präsidenten oder Prostitution, eben auch bis 2003. In Pakistan die Blasphemie und dann eben eine ganze Reihe auch islamischer Länder, Afghanistan, Iran, Jemen, Katar, Mauretanien, Pakistan, Saudi-Arabien, Somalia, Emirate, Malediven, Brunei, ist es eben die Abkehr vom islamischen Glauben. Darauf steht die Todesstrafe und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und es gibt eben auch da wiederum je nach Länder ganz unterschiedliche Hinrichtungsmethoden. In den USA kennt man das ja noch von den Geschichten, da war es dann der elektrische Stuhl, der dann irgendwann durch die Giftspritze abgelöst wurde. Auch in China gibt es immer noch das Erschießen, wie auch in Weißrussland. Und vor allen Dingen in den islamisch geprägten Staaten gibt es tatsächlich noch die Steinigung. Ja, das ist ja das, wovon auch das Alte Testament redet. In Ägypten gibt es das Erhängen, es wird zwar selten angewandt, doch gibt es das Erhängen und eben auch das Enthaupten gibt es im Irak, in Saudi-Arabien, was aber selten angewandt wird. Und es gibt eben viele tausende Menschen, die jährlich verurteilt werden zu Tode, aber wo die Vollstreckung nicht gleich hoch ist. Ja, viele sitzen vielleicht auch bis Lebensende dann im Gefängnis, wo es nie vollzogen wird, aber bei einigen wird es dann tatsächlich auch vollzogen. Lass uns mal einen Blick in die Geschichte werfen, weil ich glaube, das hilft uns auch so ein bisschen zu sehen, wie ist mit diesem Thema in den letzten 2000 Jahren umgegangen worden. Ich möchte die Bibel erstmal ausklammern, sondern erstmal außerhalb der Bibel so ein bisschen schauen, wie wurde damit umgegangen. Fangen wir bei der Antike an, also man kann sagen 800 vor Christus bis 600 nach Christus. Da war es eben so, das werde ich nachher auch nochmal ausführen, dass es sowas wie eine Haftstrafe für eine längere Zeit nicht gegeben hat. Ja, man war vielleicht kurz im Gefängnis, ja, wie ein Paulus, bis man dann vor Gericht geführt wurde und dann wurde ein Urteil verhängt. Entweder Versklavung, man musste zahlen oder man wurde eben zum Tode verurteilt. Aber eine lange Inhaftierung, da waren die ganzen Gegebenheiten und so weiter gar nicht so wirklich da. Es war nicht einfach, die meisten kannten es nicht. Und die Todesstrafe hat man dann eben oft öffentlich praktiziert. Ja, man wollte zum einen die Zuschauer unterhalten, ja, so pervers das auch klingt. Und auf der anderen Seite war das natürlich ein deutliches Zeichen als Abschreckung. Ja, im alten Rom gab es eben auch besondere Vergehen, ja, Verwandtenmord, Verhöhnung der Götter, Landesverrat. Das waren so verschiedene Dinge, wo die Todesstrafe ausgesprochen wurde und auch vollzogen wurde. Und da gab es dann eben auch Statthalter, auch in den römischen Provinzen, die das sogenannte Schwertrecht gehabt haben. Wir werden später über Römer 13 kurz nachdenken, worauf man sich dann eben bezieht. Und sie hatten eben das Recht, Todesstrafen auszusprechen. Deshalb gingen die auch bei Jesus zu Pilatus und ja, was wollte er? Wir wollen, dass du ihn kreuzigst. Ja? Und er sollte das Urteil sprechen. Und wenn wir dann auch in die Geschichte schauen, ja, viele von den Jüngern, ja, wurden hingerichtet, viele Kirchenväter, die sich wirklich zum Glauben bekannt haben, sie wurden hingerichtet aufgrund ihres Glaubens und vom Verständnis her, gerade wenn man sich die Reden Jesu anschaut, es ist euch gesagt, ich aber sage euch, ja, dann waren die ersten Christen bis ins 4. Jahrhundert eher skeptisch der Todesstrafe gegenüber eingestellt. Ja, weil sie auch selber erlebt haben, sie wurden verfolgt, sie werden hingerichtet und es war ein schwieriges Thema für sie. Und viele große Kirchenväter, ein Tertullian, ein Origenes und so weiter, haben sich dagegen oder haben die Todesstrafe abgelehnt. Natürlich gab es auch einzelne Meinungen, die dafür waren. Und dann gab es eben die konstantinische Wende, Kaiser Konstantin, der an die Macht kam, wo vieles sich auch strukturell verändert hat, wo die Kirche immer mehr Macht bekommen hat. Und da wurde eben, hat die Kirche dem Staat quasi ein sogenanntes Vergeltungsrecht zugebilligt und haben gesagt, es ist okay, wenn man die Todesstrafe praktiziert. Aber klar, Christen sollen da aufpassen, sollen da nicht zu fordernd sein, sondern eher mäßig auftreten. Und dann eben, als das Christentum dann Staatsreligion geworden ist, dann gab es eben eine nicht eine Reduzierung von Todesstrafen, sondern im Gegenteil, es gab mehr Hinrichtungen. Und selbst innerhalb der Christen, und das ist eben das Paradoxe, gab es dann Streitigkeiten, wo man sich gegenseitig angeklagt hat und so, dass es eben zu Hinrichtungen gekommen ist. Ja, Augustinus, der große Kirchenvater,
der erlaubte, getauften Staatsvertretern, also Christen, die dann für den Staat arbeiten, besonders gegen Heiden und Christen, die er als falsche Lehrer beurteilte, die Todesstrafe zu verhängen. Ja, also ein Theologe, der sehr, sehr viel Gutes auf die Beine gestellt hat, dem wir viel auch theologisches Gedankengut zu verdanken haben, weil er eben sagt, der Staat ist die von Gott gestiftete Strafgewalt, Menschen mit der Furcht vor Strafe von Verbrechen abzuschrecken und die Existenz der Kirche zu schützen. Ja, also da, wo dann eine subjektive Wahrnehmung ist, das ist eine falsche Lehre oder wie auch immer, da hat dann ein getaufter Staatsvertreter das Recht. Und wir merken, es wird langsam ein Stück weit willkürlicher in dieser Frage. Was sind denn die Regeln? Wonach wird es denn jetzt festgelegt? Wann ist es in Ordnung? Wann ist es nicht in Ordnung? Gehen wir ins Mittelalter über, dann sehen wir, dass die römisch-katholische Kirche auch die Todesstrafe an Heiden durchaus gerechtfertigt hat. Sie sagen, ja, es ist in Ordnung im Zuge der Christianisierung. Und auch da wieder, was ist da an Unrecht geschehen? Was sind da für Sünden, die begangen wurden? Das ist schon immens. Und so gab es eben ganz, ganz viele Todesstrafen, Hinrichtungen, die eben auch seitens der Kirche verhängt wurden. Obwohl es auch da Minderheiten gab, die es immer wieder abgelehnt haben. Aber doch alles in allem eine grausame Zeit mit vielen ungerechten Hinrichtungen. Und wo dann eben auch das ganze Papsttum immer mehr Gestalt angenommen hat, immer einflussreicher wurde, da gab es auch dann dementsprechend mehr Hinrichtungen. Ja, weil man eben Macht erhalten wollte, man wollte die Herrschaft sichern, ja, man wollte abschrecken und vieles mehr. Und dann geht es eben weiter. Irgendwann kommt dann ein sogenannter Martin Luther und viele Reformatoren. Und was da eben dann wieder positiv hinzukam, ist eben diese Unterscheidung. Ja, es gibt einmal Kirche und es gibt Staat auf der anderen Seite. Und dass man nicht diese Vermischung hat, dass die Kirche auf einmal Todesstrafen verhängt, sondern dass man da ein Stück weit eine Unterscheidung gemacht hat. Es gab weiterhin die Todesstrafe, ja, weil Christen eben auch in staatlichen Positionen waren, das dann dementsprechend auch verhängt haben. Aber es wurde etwas differenzierter. Und in dieser Zeit war es eben auch so, dass es eben viele Fürsten gab. Ja, vielleicht habt ihr den Luther-Film gesehen oder andere aus der damaligen Zeit, wo Fürsten an Macht gewonnen haben und diese Macht auch eiskalt ausgenutzt haben und Strafen ausgesprochen haben. Regional unterschiedlich, aber es gab eben eine ganze Menge an Vergehen, wo das ausgesprochen wurde, ja, selbst für kleinere Delikte. Ja, bis dann eben die Aufklärung kam, ja, dann kamen Leute, die eben sich stark mit Bildung auseinandergesetzt haben, die angefangen haben, das ganze Thema der Todesstrafe neu zu denken, neu zu durchdenken und die sich auch dann gegen diese Strafe gestellt haben. Was ganz interessant war, ist, dass die Elisabeth I. von Russland bei ihrer Krönung gelobt hat, kein Todesurteil vollstrecken zu lassen. Ja, und sie hat es auch durchgezogen, viele ihrer Nachfolger haben es dann auch nicht getan. Katharina II. Hat 1766 ein Gesetz verabschiedet, wo es eben genau auch darum ging, dass der Tod eines Bürgers weder nützlich noch notwendig war. Also wir merken, die Kritik in dieser Zeit, die wurde immer größer. Ja, die Bildungseliten, sage ich mal, die haben sich immer mehr dagegen gestellt. Es wurde angefangen zu debattieren, aber es ist eben nicht gelungen, die Todesstrafe abzuschaffen. Und wenn wir dann in die letzten Jahrhunderte schauen, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, dann sehen wir auch ein ständiges Hin und Her in dieser Frage. Ja, wenn es um einen Stalin geht, um einen Hitler geht oder andere geht, oder wenn ich an die Französische Revolution, was da eben auch abgegangen ist, was da an Todesurteile verhängt wurde, das ist schon massenhaft, hat es das gegeben, weil es eben ein Instrument der Herrschaft war. Aber es gab eben dann auch, wenn wir jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg schauen, eine immer größer werdende Debatte über dieses Thema, wie ist es richtig einzuordnen, wie sollte man es praktizieren, sollte man es nicht praktizieren, wenn ja, wie sollte es praktiziert werden. Ja, das ist ein bisschen ein Blick in die letzten 200 Jahre und auch ein kurzer Blick in Deutschland. Im Artikel des 102 des Grundgesetzes heißt es, die Todesstrafe ist abgeschafft. Ja, ich glaube, gerade nach dem Weltkrieg wurden den Deutschen die Augen geöffnet, was für ein furchtbares Instrument die Todesstrafe sein kann, wenn man es falsch anwendet.
Ja, und da, wo man an einem Extrem ist, ist es oft so, dass das Pendel immer wieder zum anderen umschlägt. Also man hat es abgeschafft und auch innerhalb der evangelischen Kirche wurde dieses Thema ganz stark diskutiert. Ja. Es gab da Theologen wie Brunner und Althausser, vielleicht im einen oder anderen Begriff, die gesagt haben, ja, es ist in Ordnung, der Staat hat von Gott das Recht bekommen, unter gewissen Umständen auch die Todesstrafe zu verhängen. Es gab auf der anderen Seite einen Karl Barth, der dann gesagt hat, das ist ein absolutes Unding, auch ein bekannter Theologe. Ja, der hat das nicht zusammenbekommen mit dem Kreuzestod Jesu. Ja, Gott bringt die Versöhnung für alle Menschen und passt es dann, dass der Mensch sagt, ich übe Vergeltung aus. Das passt überhaupt nicht in seine Theologie. Und wenn wir uns dann mal so die Jahreszahlen in Deutschland anschauen, dann war es eben so, dass 1958 noch circa 80% aller Deutschen für die Todesstrafe waren. 1967 war die Mehrheit immer noch für die Todesstrafe, aber es ist dann, wie gesagt, immer mehr zurückgegangen. 1977 waren es 61%, 83 waren es 44%. Und man merkt aber auch in den Umfragen, je nach politischer Situation im Land wurde die Frage dementsprechend auch unterschiedlich beantwortet. Ja, das ist ein bisschen wie heute, wenn wir während dem Ukraine-Krieg nach Panzerlieferungen Umfrage machen, ist die Statistik anders, wie wenn wir dieselbe Statistik vor einem Jahr gemacht hätten. Und dementsprechend war es in dieser Frage ähnlich. Und jetzt eben die ganz, ganz spannende Frage. Also wir sehen den Kampf um eine Position, wir sehen ganz, ganz viel Missbrauch. Viele, viele, viele Millionen Menschen sind ums Leben gekommen, weil mit dieser Frage falsch umgegangen wurde. Was sagt jetzt die Bibel dazu und das Alte Testament? Ich muss sagen, wirklich im gewissen Sinne erschlagen von der Fülle der Bibeltexte, die von der Todesstrafe waren. Ich dachte, Mensch, das ist doch schön, wir haben eine Bibelstunde, ich lese mal alle Texte zu diesem Thema. Ich lese nicht alle Texte zu diesem Thema, es sei denn, ihr wollt, dass ich alle Texte zu diesem Thema lese, dann wird das ein schöner, langer Abend. Aber ich lese einige Texte zu diesem Thema. Fangen wir mal im Alten Testament an und wir werden sehen, es ist ein legitimes Strafmaß, das Gott gegeben hat. Ja, also die erste Todesstrafe, wo finden wir die im Alten Testament? Hat jemand eine Idee? Kain und Abel, okay. Ein bisschen davor vielleicht noch. Wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst, so werdet ihr des Todes sterben. Habe ich gestern Abend auch noch dazu gelernt. Ja, also da quasi eine Todesstrafe, das ist der eigentliche Tod, der furchtbare Tod. Ja, die Sünde trennt, die Sünde führt in den ewigen Tod. Und da eben zu sehen, dass es bei dieser Strafe nicht bleiben muss, sondern dass Gott Leben schenkt, das ist eben das, was Mut macht. Wir sehen ganz verschiedene Strafmaße für eben verschiedene Taten. Das eine ist Mord und darüber handeln auch die meisten Bibelverse zu diesem Thema. In 1. Mose 4, Vers 14, was Anna sagte, da heißt es: Kain und Abel, siehe, du treibst mich heute, also Kain hat seinen Bruder umgebracht und ist dann auf der Flucht. Siehe, du treibst mich heute vom Acker. Es tut mir leid, dass ich die Verse hier nicht aufgeschrieben habe. Ich werde jetzt sehr, sehr viele Verse lesen. Ihr könnt gerne nachschlagen, aber ihr werdet es wahrscheinlich von der Geschwindigkeit nicht schaffen, alles nachzuschlagen. Aber ihr könnt schauen, wie schnell ihr seid. 1. Mose 4, Vers 14. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird es mir ergehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Merken wir dieses Schuldbewusstsein. Er vergeht sich an Abel. Er weiß, ich habe jemand ermordet und er weiß, mir muss es genauso gehen. Das, was ich ihm angetan habe, es ist gerecht, wenn mir dasselbe angetan wird. Das ist erstmal eine Erkenntnis, die kein für sich hatte. Erstmal eine ganz interessante Beobachtung. Und dann 1. Mose 9, Vers 6. 1. Mose 9, Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Also hier nochmal dieser Schutz Gottes. Ja? Jetzt könnte man sagen, Mensch, was ist das für ein brutaler Gott, der sagt, Menschenblut darf vergossen werden? Aber merken wir, was hier dahinter steht. Gott stellt sich für den Schutz des menschlichen Lebens, steht dafür ein und sagt, taste das Leben des anderen nicht an. Du hast nicht das Recht dazu. Also er tritt für den Schutz
des Lebens ein. Und dann begründet er es, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Also in der Ebenbildlichkeit ist eine Begründung dafür, warum wir einander nicht ermorden dürfen. Und das gilt eben für alle Menschen, das ist nicht an Israel gebunden. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes und die Würde des Menschen ist eben der Grund, warum dann eben Mord auch mit diesem Strafmaß gesühnt wurde, könnte man vielleicht sagen, oder mit durch die Todesstrafe gesühnt wurde. Also das sind so die Verse, die davon handeln. Und jetzt finden wir eine ganze Reihe Verse, die direkt an das Volk Israel gesprochen wurden. Ein Vers finden wir, also alle, die nachschlagen wollen, können schon mal 4. Mose 35 aufschlagen. 4. Mose 35 ab Vers 16. Davor lese ich einen Vers aus 2. Mose zunächst, einen kurzen. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Also dem Volk Israel wird gesagt, wer das tut, der soll auch sterben. Völlig klar, ein ganz eindeutiger Vers. Dann in 4. Mose 35 ab Vers 16, da heißt es, wenn jemand mit einem Eisen schlägt, dass er stirbt, der ist ein Mörder und soll des Todes sterben. Wirft er mit einem Stein, mit dem jemand getötet werden kann, dass er daran stirbt, so ist er ein Mörder und soll des Todes sterben. Schlägt er ihn mit einem Holz, mit dem jemand totgeschlagen werden kann, dass er stirbt, so ist er ein Mörder und soll des Todes sterben. Der Bluträcher soll den Mörder zu Tode bringen. Wo er ihm begegnet, soll er ihn töten. Stößt jemand aus Hass oder wirft er etwas auf ihn mit Hinterlist, sodass er stirbt? Oder schlägt er ihn aus Feindschaft mit seiner Hand, dass er stirbt? So soll er des Todes sterben. Der ihn geschlagen hat, er ist ein Mörder. Der Bluträcher soll ihn zum Tode bringen, wo er ihm begegnet. Also immer wieder die Aussage, wer das Leben des anderen antastet, der soll auch angetastet werden. Und jetzt könnte man meinen, Mensch, das klingt ja alles ein bisschen willkürlich, dann, wenn er ihm begegnet, soll er es eben auch machen, so richtig ohne Gericht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist es das? Nein, wir müssen immer alle Bibelstellen zu dem Thema zusammennehmen. Und was eben hier eine interessante Beobachtung ist, hier wird erstmal gesagt, wie damit umgegangen werden soll, aber es wird relativ wenig im Alten Testament gesagt, dass es tatsächlich auch so praktiziert wurde. Aber das Recht erstmal ist von Gott zugesprochen bekommen, aber eben nicht willkürlich. Ja, nehmen wir in demselben Kapitel die Verse 30 und 31 dazu, dann heißt es, wer einen Menschen erschlägt, den soll man töten, auf den Mund von Zeugen hin. Also nicht einfach so, sondern es muss ein Zeuge sein. Reicht ein Zeuge? Ein einzelner Zeuge aber soll keine Aussage machen, um einen Menschen zum Tode zu führen. Ja, stellt euch vor, es macht einem Mensch eine Aussage, aber einfach vielleicht, weil der Nasenfaktor nicht will. Ja, das passt zu ihm, bestimmt war er das. Ja, das passt nicht zusammen. Ja, und deshalb braucht es einen einzelnen Zeugen, es braucht dann einen weiteren Zeugen, ein Einzelner soll keine Aussage machen und ihr soll kein Sühnegeld nehmen für das Leben des Mörders, denn er ist des Todes schuldig und soll des Todes sterben. Ja, also hier irgendwie sowas wie Sühnegeld, wir werden gleich noch darüber nachdenken, was es damit auf sich hat. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Auch hier wieder wird die Würde des Menschen, der Wert des menschlichen Lebens komplett von Gott hochgehoben. Ja, und durch diese drastischen Formulierungen wird es deutlich, es soll die Menschen abschrecken. Ja? Ein Mensch, nochmal, hat nicht das Recht, das Leben des anderen zu beenden durch Mord. Und wir sehen eben einen ganz bestimmten Umgang, ja, keine Willkür. Wie gesagt, ein einzelner Zeuge reicht nicht aus. Es soll sicher gegangen werden, dass die Strafe auch angemessen ist und so weiter. Das sind harte Verse, wenn es um Mord geht. Dann redet die Bibel von sogenannten Freistätten. Freistätte sind eben Städte, wo jemand, der dann einen Totschlag begangen hat, hinfliehen kann, wo er einen Zufluchtsort hat. Aber das gilt eben nicht in Bezug auf Mord, sondern in 4. Mose heißt es, ihr sollt die Städte auswählen, dass sie für euch Freistätte seien, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Ja, das ist nochmal ein Thema für sich, was hat es mit den Freistätten auf sich, aber hier, wenn es aus Versehen war, ja nicht, es gibt einen Mord und jetzt gehe ich in die Freistadt und komme da irgendwie unter. Wir finden im Alten Testament das Prinzip Auge um Auge. In 2. Mose 21, Vers 23 heißt es, entsteht ein dauernder Schaden,
so sollst du geben Leben und Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Auch hier erstmal vom Alten Testament her gesehen recht harte Verse, aber wenn man sich den Vers genauer anschaut, was ist die Intention Gottes dahinter? Warum Auge um Auge, warum Zahn um Zahn, warum Leben um Leben, Hand um Hand, Fuß um Fuß? Auch hier wieder, Gott stellt sich schützend vor den Einzelnen, vielleicht vor den Schwachen, der nicht ankommt gegen den Stärkeren. Also niemand hat das Recht, den anderen irgendwie zu versehren, sondern Gott sagt, der das tut, der muss auch mit den Konsequenzen leben. Das sogenannte Vergeltungsrecht im Alten Testament, dass da ihm dann eben genauso getan wird. Also auch hier eigentlich, Gott meint es gut mit den Menschen. Und oft lesen wir es nur so, ach, das ist alles so furchtbar, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, bring den Nächsten nicht um, dann passiert dir auch nichts. Ja, schlag ihm nicht ins Gesicht, dann schlägt dir auch keiner ins Gesicht. Ja? Leb in Frieden, leb in Liebe, leb in Harmonie mit deinem Nächsten. Dann gab es das tatsächlich erstmal nur vom Gesetzestext quasi jetzt in Bezug auf Ehebruch. Wir sehen gleich noch, wie damit teilweise umgegangen wurde. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat, in 3. Mose 20. Und auch hier wiederum, hier sehen wir erstmal den Stellenwert der Ehe, den Stellenwert der Heiligkeit einer Ehe. Gott stellt sich schützend vor die Ehe, das ist sein Anspruch. Das heißt nicht, dass in Israel Leute gestorben sind, wenn sie oder gesteinigt wurden, wenn sie Ehebruch begangen haben. Wir sehen gleich im Neuen Testament noch einige Verse zum Thema des Ehebruchs, wie damit umgegangen wird oder auch was Jesus dazu sagt. Aber das ist erstmal der Anspruch, ein Mann und eine Frau, ja, sie gehören zusammen und da soll nicht jeder machen, was er will. Ja, Gott will, dass die Ehe heilig gehalten wird. Wir finden tatsächlich die Todesstrafe bei Verfluchung der Eltern durch die Kinder. Ja, in 3. Mose 20, Vers 9. Also ihr könnt jetzt 3. Mose gerne einmal aufschlagen, die Bibel dabei haben. Es kommen einige Verse jetzt aus 3. Mose 20. Eben, das war Vers 10 mit dem Ehebruch und jetzt Vers 9, der Vers davor. Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, 3. Mose 20, Vers 9, der soll des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihn, weil er seinen Vater oder seine Mutter geflucht hat. Und an einer anderen Stelle, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Ja, das sind wieder Verse, die man total falsch verstehen kann. Ja, wenn man sie liest, dass man sagt, ja, pff, wer wurde als Eltern vielleicht nicht schon mal ausgeschimpft von seinen Kindern? Ja, kann durchaus sein. Also ich wurde schon mal ausgeschimpft, ich kenne das. Sollen wir jetzt die Todesstrafe zu Hause verhängen, wenn die nach Hause kommen? Ich hoffe nicht, dass das jemand von euch tut, wenn er hier mit den Versen... Nein, also hier sind erstmal erwachsene Kinder gemeint, davon gehe ich ganz, ganz stark aus. Sonst macht das für mich keinen... Es erschließt sich mir nicht sonst. Ja, das Fluchen ist jetzt hier auch nicht einfach ein Kraftausdruck, den man gebraucht. Ja, und sagt, Kraftausdruck, Todesstrafe oder ähnliches. Überhaupt nicht. Sondern es ist ein schweres Schädigen, ja. Ein schweres Schädigen der Eltern, das ein Ausmaß hat oder eine Folge hat, dass die Eltern einen starken Schaden haben. Vielleicht aus der Stammesgemeinschaft ausgeschlossen wurden. Vielleicht selber dadurch ums Leben gekommen sind. Vielleicht so ein Rufmord, dass die Versorgung im Alter nicht mehr gewährleistet war, was auch immer. Also ich habe die Details nicht, aber es ist kein Bagatelldelikt, was hier gemeint ist. Wir finden es für Sodomie, also Geschlechtsverkehr mit Tieren, also der Mensch ist die Krone der Schöpfung, das muss einen Unterschied geben, einen Schöpfungsunterschied geben zwischen Mensch und Tier. Ja, und Sodom und Gomorra, wir kennen das, Sodomie an sich ist nicht im Sinne Gottes. Wenn jemand bei einem Tier liegt, der soll des Todes sterben und auch das Tier soll man töten. Ja, auch da wiederum, Gott möchte, dass wir heilig sind und nicht uns dieser Lust hingeben. Wir finden einen Vers in Vers 13 in Bezug auf Homosexualität, wo es heißt, wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Greuel ist und sollen des Todes sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Das sagt Gott erstmal dem Volk Israel. Das ganze Thema wird dann in Römer 1 nochmal aufgegriffen. Es wird theologisch nochmal bewertet, wie Gott eben zu diesem Thema steht. Aber hier erstmal die Beobachtung, dass sie des Todes sterben sollen. Wir finden das dann weiter. Ich werde jetzt die ganzen anderen Begriffe, die anderen Verse jetzt nicht alle lesen. Bei Inzest beispielsweise, bei Zauberei, auch bei Gotteslästerung, wer den Namen des Herrn lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen, ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen des Herrn lästert, soll sterben. Also wir haben ja eben den Überblick gehabt, ja, über die ganze Geschichte, Kirchengeschichte und auch über verschiedene
Länder mit den jeweiligen Hinrichtungsmethoden. Und einige Dinge kommen euch vielleicht bekannt vor bei dieser Auflistung, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Aber wie wurde damit umgegangen? Und das ist das, was bei diesem Thema auf jeden Fall auffällt. Das können wir erstmal als Zwischenfazit festhalten. Todesstrafe im Alten Testament ist nicht immer eine Mussstrafe, sondern kann durchaus auch eine Kannstrafe sein. Ja? Und ich habe mich gefragt, warum finden wir, ich weiß gar nicht, kaum Geschichten im Alten Testament, wo die Todesstrafe tatsächlich ausgeführt wurde. Also es gibt, wir haben gesehen, wie viele Bibelverse es dazu gibt. Warum hat das Volk Israel es nicht genauso eins zu eins praktiziert? Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Schlüssel in der Beantwortung der Frage liegt im Bereich oder in der Sühneleistung statt Todesstrafe. Und davon redet eben auch die Bibel ganz, ganz viel im Alten Testament. Ja, Sühne ist möglich. Da, wo der Tod verdient wäre, kann man Sühne erlangen. In 2. Mose 21, das könnt ihr gerne aufschlagen, weil ich da auch zwei längere Passagen lese. 2. Mose 21, Vers 26. 2. Mose 21, 26. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklaven ins Auge schlägt und zerstört es, der soll sie freilassen um des Auges willen. Desgleichen, wenn er einen Sklaven oder eine Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er sie freilassen um des Zahnes willen. Also der Sklave verliert sein Augenlicht, die Folge, ja, das sogenannte Talionsprinzip, das muss irgendwo was Vergleichbares sein, er muss freigelassen werden. Also dieses Gleichgewichtsprinzip ist angestrebt. Wenn wir dann, genau, in den nächsten Vers lesen, Vers 28, wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, dass sie sterben, so soll man das Rind steinigen und sein Fleisch nicht essen, aber der Besitzer des Rindes soll nicht bestraft werden. Ist das Rind aber zuvor stößig gewesen und sein Besitzer war es bekannt und das Rind nicht verwahrt und es tötet nun einen Mann oder eine Frau, so soll man das Rind steinigen und sein Besitzer soll sterben. Will man ihm aber ein Lösegeld auferlegen, so soll er geben, was man ihm auferlegt, um sein Leben auszulösen. Ebenso soll man mit ihm verfahren, wenn das Rind seinen Sohn oder seine Töchter stößt und so weiter. Also hier der entscheidende Vers, will man ihm ein Lösegeld auferlegen, so soll er geben, was man ihm auferlegt, um sein Leben auszulösen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Das heißt, Sühneleistung, quasi so eine Art Kompensationszahlung, war im Alten Testament möglich. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ganz oft die Todesstrafe nicht vollstreckt wurde, weil die Leute einfach ins Portemonnaie gegriffen haben oder eine Überweisung getätigt haben. Also ein Mensch kommt zu Schaden, normalerweise Tod, aber Sühnung ist möglich. Und das alles ist schon ein Schatten auf Christus hin, ja, auf die Versöhnung hin. Versöhnung ist möglich, egal für welche Sünde, egal wie viel Dreck der Einzelne am Stecken hat, Versöhnung ist möglich. Und es gibt eben einen Vers beispielsweise in Sprüche, und achtet kein Sühngeld und nimm nichts an, wenn du ihm auch viel schenken willst. Also wir sehen dieses Sühngeld annehmen und so weiter, das war sehr, sehr verbreitet, aber es gibt eben bestimmte Vergehen bei Mord, wo Sühnung eben nicht möglich ist. Ja? Wer einen Menschen erschlägt, den soll man töten auf den Mund von Zeugen hin. Also wiederum diese Gerichtsbarkeit. Es gibt auch noch andere Stellen, die sagen, es muss dann ein ganz bestimmter ein guter Richter sein, es muss eine Berufungsinstanz geben, es muss mehrere Zeugen geben und so weiter. Und ein einzelner Zeuge, ja, hier haben wir das, soll keine Aussage machen, um einen Menschen zum Tode zu bringen, und ihr sollt kein Sühnegeld nehmen für das Leben des Mörders, denn er ist des Todes schuldig und soll des Todes sterben. Ja, hier haben wir wieder dieses, weil der Mensch im Ebenbild Gottes ist, und das ist eine Sünde, die für Gott ganz, ganz besonders hart, schlimm ist, wo er sagt, da ist kein Sühnegeld möglich. Aber für die meisten Vergehen war es durchaus möglich. Ja, und wenn wir jetzt hier mal schauen, also es gibt in 1. Mose sowas wie ein Bewusstsein, wenn jemand einen umbringt, dann kein, ja, ich erinnere dran, okay, es ist okay, wenn mir dasselbe passiert, dieses Bewusstsein hatte kein. Ja, wir lesen ganz konkret von Israel, es hat Vorgaben bekommen, wie es mit diesem Thema umzugehen hat. Ja, wir sehen die Prinzipien, wie Gott sich immer wieder vor den Menschen stellt und sagt, wenn ihr so miteinander umgeht, dann brauchen wir das alles überhaupt nicht. Ja, dann ist es ein Leben, das wirklich funktioniert. Also achte den anderen, ehr den anderen, sehe die Ebenbildlichkeit Gottes in dem anderen mit meinen Worten. Und eben die Todesstrafe im Alten Testament ist eine Kannbestimmung, keine Mussbestimmung in jedem Fall.
Ja, also es ist eine Maximalstrafe, aber wie gesagt, Kompensationszahlungen oder sowas waren durchaus möglich. Strafen konnten abgemildert werden, wenn es eben den Umständen gemäß war. Und jetzt eben ganz interessant, wie kommen wir ins Neue Testament? Wie geht jetzt das Neue Testament mit diesem Thema um? Ja, dreht das Neue Testament jetzt alles auf den Kopf und sagt, ja, das war Altes Testament, wir sind ja jetzt Neues Testament, gilt ja alles nicht mehr. Oder was macht Jesus? Interessanterweise sagt Jesus nicht, dass irgendwie die Tora, die ist alles abgeschafft, alles, was da steht, gilt nicht mehr. Aber wir sehen in der Lehre, dass Jesus sich von Gewalt distanziert. Ja, da, wo euch Gewalt angetan wird, selig sind die Sanftmütigen. Ja, es ist euch gesagt, ich aber sage euch, das heißt, er verschärft die Gebote des Alten Testaments noch. Ja, wer eine Frau ansieht zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen und ähnlich auch mit dem Tod, der falsche Gedanken, glaube ich, mit meinen Worten, über den Nächsten hat, der ist ein Mörder. Ja, also eine Verschärfung. Und Jesus ist jemand, der sich nicht eben auch auf Bibelstellen des Alten Testaments beruft und bezieht, wo er sagt, dadurch habt ihr jetzt eine Legitimation, Gewalt anzuwenden irgendwo. Ja, das tut er nicht, sondern er betont, wie gesagt, das Liebesgebot, die Feindesliebe und sagt, Mensch, geht doch mal lieber eine zweite Meile und eine dritte Meile und seht den anderen, übt Vergebung. Ja, und im Endeffekt sehen wir ja, stirbt Jesus am Kreuz für die Sünden, auch eben für die Sünden, für die noch im Alten Testament eine Todesstrafe gefordert wurde. Und das ist eben auch wichtig zu sehen. Und jetzt haben wir eben eine ganz interessante Begebenheit. Da ist jetzt Jesus und die Ehebrecherin. Ja, vielleicht habt ihr die Situation vor Augen. Ja, da sind dann die Pharisäer, die sagen, Jesus, wie bewertest du jetzt die Situation mit der Ehebrecherin? Laut dem Alten Testament, völlig klar, sie muss gesteinigt werden, die Todesstrafe. Ja, was ist dein Urteil über sie? Jetzt könnte man sagen, Jesus als guter alttestamentlicher Exeget, ja stimmt, ja machen wir mal, ja, Todesstrafe entspricht dem Gesetz, macht Jesus das. Und hier sehen wir, wie Jesus mit diesem Thema umgeht. Ja, das Gebot, der Mensch ist nicht um des Gebotes willen, sondern das Gebot ist um des Menschen willen dazu gekommen. Jesus ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist das Herz Jesu. Und Jesus sagt eben zu den Anklägern, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe als erster den Stein. Der Ankläger war oft dann im Alten Testament, sollte der sein, gibt eine Stelle, glaube ich, im 5. Mose, der auch dann den ersten Stein werfen soll. Und Jesus sagt, okay, wer ist der Erste? Der kann ja den Anfang machen. Also Jesus geht weniger jetzt auf das Thema der Todesstrafe ein Ja oder Nein. Es ist trotzdem interessant, was Jesus sagt, weil die Todesstrafe eben nur der Statthalter, der Prokurator oder so dann aussprechen konnte und nicht Jesus. Genau, warum wird es nicht vollstreckt? Und warum gehen die hier nicht auf Jesus ein? Sagen, okay, ich nehme den ersten Stein. Klar, erstens, weil Jesus gar nicht die Legitimation quasi hatte, staatlicherseits. Und zweitens, fand ich ganz interessant, Jesus hat irgendetwas, ich weiß nicht was, auf den Boden geschrieben. Und ich glaube, das, was er geschrieben hat, das muss so gravierend gewesen sein, dass die Pharisäer, die Leute, die da waren, so angesprochen waren und überführt waren, dass sie sich umgedreht haben und weggegangen sind. Ja, also sie haben die Anklage fallen gelassen. Ja, bei einer Todesstrafe mussten ja dann mehrere Zeugen befragt werden. Hier vielleicht gar nicht der Fall. Wie gesagt, der erste Stein vom Ankläger. Und Jesus sagt, ja, es liegt Sünde vor. Sünde wird nicht kaschiert, aber er hat ihnen gezeigt, ihr seid genauso sündig und schuldig. Und ihr seid mit meinen Worten jetzt erweitert auch zu jeder Sünde fähig. Ja? Und so haben sie die Anklage fallen gelassen. Ja? Jesus verneint es nicht, die Sünde. Er sagt, ja, es ist Sünde, aber Gnade war für ihn hier wichtiger als der Vollzug der Todesstrafe. Und wir sehen eben auch schon in der Bibel bei Jesus die Gefahr der Todesstrafe, wie man es richtig und wie man es falsch machen kann. Da sind zwei Schächer und da ist Jesus, der gekreuzigt wird und bei Jesus wird es illegitim ausgeführt. Apostelgeschichte heißt es, und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Ja? Sie haben nichts gefunden, aber wollten ihn doch töten. Also der sollte mal eine willkürliche Entscheidung treffen. Und wir sehen eben den Schächer am Kreuz, wo es durchaus legitim war aus der Sichtweise der Schächer. Er sagt in Lukas 23, 40, da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du nicht einmal Gott? Also der eine Schächer spricht zu dem anderen,
Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrecht getan. Also das Bewusstsein war, wir haben eine so große Strafe begangen, wir haben den Tod verdient. Jesus hat es nicht verdient. Andererseits, ja genau, das ist so das, was wir von Jesus zu diesem Thema finden. Gehen wir dann weiter bei Paulus. Paulus, der hat ja auch im Gefängnis gesessen, wurde immer wieder vor Gerichten gestellt und sollte dann auch angeklagt werden. Und er sagt selber, habe ich Unrecht getan und todeswürdig gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben. Das heißt, Paulus sagt nicht, das Thema der Todesstrafe gibt es nicht, sondern wenn es tatsächlich wahr ist, dann weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber nichts an dem, wessen sie mich verklagen, so darf mich niemand preisgeben. Ich rufe den Kaiser an, also der wirklich darüber eine Entscheidung treffen kann. Ja? Und wie gesagt, wenn es illegitim wäre, könnte er das eben nicht sagen. Zu seiner Zeit war es legitim und er äußert auch nicht irgendwie gegen das Alte Testament, dass das irgendwie aufgehoben ist in irgendeiner Weise. Sondern es geht, ja, ich gehe weiter in 1. Korinther 5, da heißt es, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Nächsten hat. Ja, also der Zustand innerhalb einer Gemeinde, absolutes Vollchaos, und jetzt könnte man ja meinen, dass dann Paulus schreibt, okay, ihr lieben Korinther, das ist ja schlimmer als bei den Heiden, jetzt rufe ich mal den Prokurator an und der kommt in die Gemeinde und der sorgt mal richtig für Ordnung, dem Gesetz gemäß, dem Alten Testament gemäß. Macht Paulus nicht, ja, sondern er sagt, im Endeffekt, ja, wenn wir den ganzen Korinther zusammennehmen, ja, besinnt euch auf Gott, geht richtig mit der Sexualität um, stellt das Liebesgebot über alles und viele, viele Dinge mehr. Ja, er mahnt dazu einem richtigen Umgang mit diesem Thema. Menschen müssen neu für Gott gewinnen werden. Ja, also genau. Und dann sind wir eben bei dem Vers, der dann immer wieder genommen wird. Gerade Römer 13, da geht es ganz stark um Christ oder Gemeinde und Gemeinde und wie stehen wir als Gemeinde der Obrigkeit gegenüber. Und da wird eben gesagt, es ist wichtig, dem Staat gehorsam zu sein, ja, ganz salopp zusammengefasst. Es muss einen Unterschied geben zwischen Staat und Gemeinde. Der Staat hat eine Aufgabe, Ordnung zu sorgen innerhalb des Staates. Sie sollen gut, sie ist Diener des Guten, sollen Leuten, die Gutes tun, loben und Böses tun, quasi Strafe vollziehen. Ich lese mal einfach den Vers. Römer 13, Vers 4. Also sie sollen für eine Art Grundordnung sorgen. Denn sie ist Gottes Dienerin, die Obrigkeit, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Also und hier dieser entscheidende Satz, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Wir sollen dem Staat gehorsam sein, sie trägt das Schwert, das heißt, sie hat Strafgewalt. Was bedeutet Strafgewalt? Es bedeutet natürlich nicht nur die Todesstrafe. Ja, es gibt einen ganzen Katalog an Strafen, die man aussprechen kann, aber hier ist ganz konkret vom Schwert die Rede und Schwert beinhaltet eben auch, ja, das Leben zu beenden. Und das heißt aber nicht, dass es auch umgesetzt werden muss, sondern dass es eben, wie gesagt, auch andere Strafen geben kann. Unter gewissen Umständen hat sie aber die Möglichkeit oder hat sie das sogenannte Schwertrecht. Also Verbrecher müssen bestraft werden. Der Staat darf kein Mitleid mit Verbrechern haben. Ach, der Arme hat ja eine Familie oder sonst irgendetwas, sondern wer Unrecht tut, der muss auch dafür gerade stehen. Ja, das ist die Aufgabe des Staates, für Ordnung zu sorgen. Und da braucht er eben sehr, sehr viel Weisheit. Also vom Neuen Testament sehen wir, die Todesstrafe war bekannt. Ja, sie wird nicht ausgehebelt in irgendeiner Weise. Ja, wir sehen, dass Jesus gekommen ist zu retten, dass Jesus gekommen ist, Veränderung zu bewirken, was verloren ist. Jesus, wir sehen keine ganz konkreten Vorschriften zur Umsetzung der Todesstrafe im Alten Testament. Das finde ich auch bemerkenswert. Nicht wie im Alten Testament, so und so soll es gehen, finden wir nicht. Und wir finden aber auch, dass die Todesstrafe von der Bibel eben nicht grundsätzlich abgelehnt wird. Erstmal als reine Beobachtung ohne Wertung. Ja, also es kann Ausdruck staatlichen Rechthandelns sein. Und der Schwerpunkt eben, so wie ich es erkenne aus dem Neuen Testament, ist eben Gnade, ist Vergebung, ist Frieden, ist Feindesliebe und vieles mehr.
Und jetzt eben die ganz große Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser großen Spannung um? Ja, auf der einen Seite sehen wir, die Bibel redet davon, andererseits sehen wir in Deutschland, in Europa ist es abgeschafft seit vielen Jahrzehnten. Sollen wir als Christen uns jetzt aktiv wieder einsetzen, auf die Straße gehen, Plakate schreiben und sagen, wir sind für die Todesstrafe? Ja, ich hoffe nicht, dass wir das tun. Wenn ja, bei welchen Verbrechen sollte es Anwendung finden? Sollte es überhaupt Anwendung finden? Und das ist eben immer alles das, was ich am Anfang so ein bisschen überblicksmäßig gesagt habe, das muss immer im Hinterkopf behalten werden, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Ja, es geht um ein Strafmaß, wo wirklich Gerechtigkeit irgendwo oder dass das ausgeübt wird unter gewissen Voraussetzungen, die geprüft sind, die rechtens sind. Aber wie war das denn damals? Ja, Freiheitsstrafen damals waren nur ganz begrenzt möglich, was ich gesagt habe. Längere Gefängnisstrafen und so weiter gab es so gut wie gar nicht. Heute sieht es anders aus. Heute sitzen Leute Jahre, Jahrzehnte in Gefängnissen und auch andere Strafen gibt es eben. Ja, in der Antike war es eben so, dass man dann auch verschiedene Täter eingrenzen konnte. Ja, es war alles viel kleiner, es war viel überschaubarer. Man kannte einander, man wusste, wer mit wem zu tun hatte und so weiter. Es war viel übersichtlicher. Heute ist die Beweisführung viel, viel komplexer, weil alles so anonym geworden ist. Ja, wir haben heute ja ganz moderne, was ich am Anfang sagte, forensische Methoden. Und wie ich eben auch von Amerika gesagt habe und auch den ganzen totalitären Regimen, was ist, wenn falsche Urteile gesprochen werden? Ja, wer entscheidet, für welche Verbrechen jemand sterben muss? Ja, ich finde es schwierig, weil die Fragen werden in einem demokratischen Staat anders beantwortet als in einem totalitären Staat. Ja, da ist vielleicht eher die Frage, was dient dem Machterhalt? Und eben für die Ordnung, ja, innerhalb eines Staates, innerhalb einer Gesellschaft, ist auch tödliche Gewalt notwendig. Punkt. Ja, wenn da ein Amokläufer ist und der läuft in die Schule, ja, da muss natürlich tödliche Gewalt gegenüber dem Amokläufer angewandt werden, damit er nicht noch größeres Leid anrichtet oder bei einem Terroranschlag oder ähnliches. Also somit hat der Staat schon das Recht, auch zu töten, um Ordnung herzustellen. Aber wie stehen wir eben zu der Todesstrafe? Ja, die Todesstrafe ist ein endgültiges Urteil. Und da habe ich ja einfach mal drei Gedanken zusammengefasst formuliert. Ich formuliere das bewusst ein Stück weit vorsichtig, weil ich nicht sagen möchte, weil es eben einen unglaublich großen Missbrauch der Todesstrafe gegeben hat in der Kirchengeschichte. Wir haben es gehört, zig Millionen von Menschen, die zu Unrecht gestorben sind. Heute Tausende, über Tausende Menschen, die zu Unrecht sterben, hingerichtet werden aufgrund der Todesstrafe. Ja? Ein erster Gedanke: biblisch-theologisch kann die Todesstrafe durchaus ein Instrument sein, das Gott in die Hand des Staates gelegt hat, damit dieser dem Guten dient und Böses abwendet. Ja? Es kann durchaus ein Instrument sein. Das Böse muss abgewendet werden. Und da stellen sich, ja genau, und das muss aber, wie gesagt, an strenge Rahmenbedingungen geknüpft sein, ja, für ganz schwerwiegende Dinge. Aber dann muss auch ein Stück weit die Todesstrafe, wenn man sagt, okay, das wird praktiziert, dann muss es sich aber auch daran messen lassen, werden die Ziele denn dann auch tatsächlich erreicht. Ja. In vielen Teilen der Welt, was ich eben sagte, wird es praktiziert, wo das eben nicht der Fall ist. Ja, da geht es um Herrschaftssicherung. Ja, und wenn man, wie gesagt, in die USA schaut, dann stellt sich die Frage, dient es da tatsächlich der Abschreckung? Wenn da jetzt jemand wirklich eine Giftspritze bekommt, werden andere davon abgehalten, einen Mord zu begehen oder Gewalt zu tun? Oder stachelt das eher noch zu mehr Gewalt an, dass noch mehr Leute auf die Straße gehen, dass noch mehr Leute sterben? Also es muss abgewogen werden, ist da denn dadurch auch wirklich ein Nutzen, dass Ordnung auch herrscht? Ja, und wie gesagt, muss es dieses endgültige Urteil sein? Ja, kostet es vielleicht nicht auch unschuldigen Menschen das Leben? Ja, die Christenverfolgung damals, die hingerichtet wurden durch Todesurteile eben zuvor, führt die Anwendung zu einer, was ich eben sagte, zu einer größer werdenden Sicherheit im Land oder ist, wie gesagt, das Gegenteil der Fall? Ja? Und nochmal, die meisten Todesurteile werden eben in Staaten gefällt,
wo es eben diese fairen Gerichtsverhandlungen nicht gibt, ja, in totalitären Staaten, oft auch in muslimischen Ländern, islamischen Staaten. Ja, und ich glaube, gerade da wäre eine Abschaffung der Todesstrafe genau das Richtige, weil es eben ein Missbrauch dieses Werkzeugs ist. Von daher der zweite Gedanke, es ist durchaus in Ordnung, gegen die Anwendung der Todesstrafe zu sein. Dadurch bin ich kein schlechterer oder bibelkritischer Christ. Also wir dürfen da nicht eine Sichtweise haben und wir versteifen uns drauf und so weiter. Ja, es gibt eben verschiedene Argumente, die man eben alle zusammen sehen muss. Ja, die Todesstrafe im Alten Testament können wir nicht mit heute, mit der modernen Gesellschaft, mit der Strafjustiz heute vergleichen. Ja, sowas wie gesagt, Gefängnisse gab es nicht. Damals erfüllte diese Strafe eine ganz konkrete Funktion und wird diese Funktion heute noch 1:1 so erfüllt? Ja, das ist eben die Frage. Und da gilt es ganz konkret zu überlegen, ja, welche Strafen sind angemessen, bei welchem Verbrechen? Ja, Geldzahlungen, lebenslange Haftstrafen oder was auch immer es gibt. Ja, weil es eben Millionen Menschen gibt, die zu Unrecht hingerichtet wurden. Und ein dritter und letzter Gedanke, die Umsetzung der Todesstrafe wäre ein endgültiges Urteil. Ja, und da stelle ich mir die Frage, auch als Christen betont das Neue Testament nicht in besonderer Weise die Gnade, die Vergebung. Ja, wie viel Geduld hat Gott mit dir und mit mir? Wie oft gehen wir unsere eigenen Wege, wo Gott sagen könnte, jetzt ist aber Schicht im Schacht. Aber trotzdem, Gott wartet in der Geduld und wir dürfen wieder in seine Arme zurück. Hier reden wir jetzt nicht davon, dass Menschen irgendwie das aussprechen, sondern dass dem Staat das obliegt. Aber es ist ein endgültiges Urteil. Ja, wenn ein Mörder quasi diese Strafe absitzt, dann erhält er quasi eine Gelegenheit, eine Freiheitsstrafe, dann erhält er eine Gelegenheit, ja, die er ja dem Opfer verwehrt hat. Und diese Zeit kann ja dazu beitragen, oder das mag dann vielleicht unfair erscheinen, aber aus der Sicht des Evangeliums ist das ja für ihn eine Möglichkeit, zu Gott umzukehren oder Gott neu einzuladen, vielleicht in sein Leben. Also theologisch vom Evangelium her kommend, sollen Menschen für den Glauben gerettet werden. Und da erzähle ich uns nichts Neues. Ja? Also Versöhnung soll möglich sein, möglich bleiben. Gott ist gerecht in dem, was er tut. Und ich glaube, das ist eben, ich habe leider den Vers nicht, ich glaube irgendwo im Römerbrief, Gott wird eines Tages Gericht üben über jeden Verbrecher, über jeden Schwerverbrecher. Und trauen wir Gott zu, dass er am Ende des Gerichts, gerechtes Gericht sprechen wird? Oder sagen wir, nee, der Mensch muss jetzt aber vorschnell handeln, weil das reicht nicht aus, was Gott eines Tages tun wird. Und da eben dieser Gedanke, es ist ein endgültiges Urteil, ja, ist schon für mich ein gravierender Gedanke. Gott wird eines Tages richten. Also von daher schließe ich mich dem an, was Jesus sagt, wenn er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, ich weiß, dass es eine theologisch sehr kontrovers diskutierte Debatte ist. Ja, je nachdem, welchen Theologen man hat, der kommt eben auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, je nachdem, wie man auch die Schwerpunkte setzt innerhalb dieser Diskussion. Und ich möchte da auch gar nicht irgendwie schwarz-weiß malen und sagen, wir müssen alle so denken oder so denken. Aber ich glaube, in dem Nachdenken über das Thema muss man das große ganze Bild sehen und nicht nur die Strafe an sich, die Gesetzgebung an sich, sondern das große Ganze, wie wird das heute praktiziert, wo ist wirklich ein Nutzen, ist der Nutzen da, ist Abschreckung überhaupt da, führt es nicht zu noch mehr Gewalt, ist nicht ein absoluter Missbrauch in diesem Instrument zu sehen. Und die ganzen Dinge müssen eben miteinander abgewogen werden. Aber grundsätzlich hat die Obrigkeit schon Befugnisse von Gott bekommen, auch einzugreifen, wenn es eben auch um Schutz des Lebens geht. Wir werden in ein paar Wochen über Krieg und Frieden nachdenken, ein ganz heikles Thema, gerade in der heutigen Zeit. Da sagt die Bibel auch einiges zu. Genau, von daher sind das erstmal ja die Gedanken zu diesem Thema der Todesstrafe. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen einen Überblick bekommen haben. Es waren jetzt viele Informationen, aber ich wünsche uns da auch viel Weisheit, auch im Nachdenken.
ja doch irgendwo, gerade in der heutigen Zeit, es ist Krieg in der Ukraine weltweit. Und wie geht man, von daher ist auch dieses Thema wiederum ein Thema, das gar nicht so weit weg ist, ja.